Hallo zu einer kleinen weiteren Session des Sinking City. Die Hauptmission, sind wir schon, oder der Hauptfall, wie es hier so schön heißt, sind wir fast durch schon. Das heißt hier praktisch, dass man nicht mehr weiterkommt, also die Nebenmissionen abschließen sollte, weil sie ja dann zu Ende ist. Ruf des Meeres. Heute Nacht sah ich mich gezwungen, das Hotel zu verlassen. Der Gestank von fauligem Seetang und Fisch war unerträglich. Die ganze Stadt ist voll, ey, mit dem Scheiß. Also. Wenig Häuser. Blocks und Apfelbäume entfernt in Brown Street in The Shells. The Shells. The Shells müssen wir. The Shells. Ist das hier? Ruf des Meeres? Ich sage einfach mal ja. Und über. Okay. Nehmen wir das hier. Wir haben doch da irgendwo. Ach, da ist das H. Ja, hallo wahrscheinlich. Hallo, ich trete durch die Tür mit einer Pumpgun. So, aber Moment mal, was? Brown Street östlich. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Kann das sein? Könnte das sein? Oder? Nee. Müsste stimmen. Müsste schon stimmen hier irgendwie. Oder gibt's hier weiter vorne noch? Lassen Sie das! Gehen Sie mal weg und stehen Sie mir nicht im Weg herum, Dame! Ja, in Anbetracht der mangelnden Haas hier, nehmen wir mal einfach das hier. Was sie offen. Oh, no. Okay, ich schnapp mich so. Alter, treffen sollte ich halt auch. Okay, dann machen wir es so. A classy. Oh. And shut down. So. Da war doch noch einer. Ja, ach da. So. Hello. Das nehmen wir mal Kugel sparen. Wieder habe ich nicht das Gewehr genommen. Ich sollte doch mal das Gewehr nehmen, ey. Ach Gott. Also, mitunter das eins von den creepiest Sachen in dem Game ist eigentlich dieses Rumgeknarze, ey. Dieses Unprovozierte. Ich weiß ganz genau, dass das gleich wieder in den Scheiß kommt. Das war doch sicher nicht alles. Okay. Also. Okay, nun. It's a bit underwhelming gerade. Irgendwie. Ja. Seltsam. Also.
nochmal, um den Satz mal fertig zu reden, mein Rumgestammel hier. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass eigentlich nur gefühlt ein Hausmodell hier reingebaut haben und jedes Haus irgendwie gleich macht es zwar einfacher zum Durchscannen, aber ja, ist halt ein bisschen, weiß nicht. Okay. Aha. Also der Skill, keinen Fallschaden zu bekommen, ist echt nur für, wenn man blind ist und das nicht peilt, dass hier Löcher sind. Wahrscheinlich passiert man das jetzt dann bald. Baba, baba, okay, es ist doch nur ein Brief. Meine geschätzte Herde, ich glaube, Kaul hat uns im Stich gelassen. Sofern dieses Wesen wirklich existiert, müssen wir voller Angst und dem Wahnsinn verfallen sterben. Dabei wäre der Tod nach dieser Sinnflut, die der zur Zeit Noahs möglicherweise in nichts nachsteht, noch ein gnädiges Schicksal. Eines ist gewiss, auf unseren Leichen werden keine schönen Blumen sprießen. Die See winkt mir auf eine verlockende Weise zu, wie es die Bibel nie getan hat. Seit ihr salziger Leib zum ersten Mal Bestien gebar und zu uns brachte. Bald werde ich mich der See hingeben und ihren salzigen Tauf atmen, mit meiner Lunge einatmen. Möge sie uns all unsere Anmaßungen vergeben. Euer Hirte, Reverend Zachariah James Baker. Natürlich heißen die alle Zachariah. Ich meine, ja, why not? Der schläft. Ja. Aber okay, jetzt, ich finde es interessant. Trotzdem, jetzt mal kurz extra. Ja, dass das Spiel schon ein bisschen registriert, dass hier was anderes ist als wie normaler Holzboden. Ja. Tische gehören offensichtlich nicht dazu. So. Nun. Ja, also wie gesagt, in dieser Session machen wir mal nur die Nebenmissionen, damit da mal ein bisschen was weitergeht. Weil ich finde das Spiel recht cool trotzdem. Die sind halbwegs kurzweilig, die ganzen Dinge, nachdem ich mir schon mal die Mühe gemacht habe und die ganzen Sachen gesucht habe. Das ist ein bisschen, aber okay. So, nächster Programmpunkt, Rauschen in den Ohren. Ich war in der Lambert Street im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights unterwegs, als es wieder geschah. Ich hatte nicht nur eine Vision, sondern hörte auch ein Geräusch. Es klang wie das Rauschen eines Radiogeräts. Und wurde immer lauter. In diesem Rauschen waren Stimmen gefangen, die ich leise aus der Ferne verzweifelt schreien hörte. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, da ich nicht wollte, dass die Einheimischen argwöhnisch werden. Als ich die Block Street in Richtung Helock Street entlang ging, sah ich Bilder. Da war ein Mann umgeben von Radiogeräten, der mit diesen Geräten sprach. Er starb und dann verschwand die Vision. Okay. Read high. No, but first. But first we need a beam device. Mit dem wir sie durch die Gegend beamen. Und dieses beam device schaut halt aus wie eine Telefonzelle. Und jedes Mal echt. Es ist so. Das ist ein befallenes Gebiet. Hä? Ach. Lüll. Ach da, ja, da sieht man ja das X markiert, den Bereich, wo man nicht hinläuft. Es hat bis jetzt eigentlich überhaupt keinen Nutzen gehabt, in so ein befallenes Gebiet einzumarschieren. Das finde ich eigentlich ein interessantes Spieldesign, denn man kann, also noch
nicht einmal die Nebenmissionen sie haben mich in ein befallenes Gebiet geführt. Also kann man drum rumlaufen und Munition sparen. Denn es kommen halt doch übermäßig viele Gegner daher. Und man kann nicht einfach alle wegpaddeln. Selbst wenn man es geskillt hat. Irgendwo kriegt man dann eine in die Batterie. Da. Wir müssen... Ach Gott. Nicht Ruf des Meeres. I had one job. So, X. Jetzt aber. Und wir sind nicht mehr in the Shell, sondern... Reed High. Reed High. Rauschen in den Ohren. Ha, das gefällt mir. Das ist eigentlich geil, wenn man ins letzte Eck von einem Gebiet muss und eigentlich sie in einem anderen Gebiet hin teleportieren muss, dass man dass man da halbwegs weiterkommt. Bei Zeiten. Da. Where could that be? Das ist ihr. Was ich, wenn ich mit allen Nebenmissionen durch bin, auch gerne mal probieren will, ist, dass ich das einfach mal eingeschalten lasse. Also, dass das Auge einfach mal los, bis man kirre wird, was dann passiert. Also es kommen dann Gegner und Co., aber ich würde gerne die Visionen sehen. Lumber Street zwischen Hillock Street und Bullock Street. Ach so. Lüll. Das ist dann nicht hier, sondern eigentlich hier. Das ist die Lumber Street. Bin ich dumm? Ey, das gibt's ja nicht. Ja, kann ich das umsetzen? Space editieren, editieren. Ich will. Okay. Dann setzen wir das mal hier, zwecks der Vollständigkeit. Schade, dass man es nicht einfach umschieben kann, aber hey. Ich will mich nicht beschweren. Haben wir hier eingeteilt? Ups, kann ich abkürzen? Ja. Um eigentlich nicht. Lesen. Wer lesen kann, ist vom Vorteil. Lambert Street zwischen Hillock und das und zwischen Hillock Street und Bullock Street. Okay. Auf dieser Straße geht irgendwas. So. Lass ich an. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ist hier mal abspeichern. Nämlich, weil abspeichern ist eine coole Funktion, dass man nicht den ganzen Progress verliert. Habe ich da eigentlich nur? Ja. Nee. Das ist Unsinn. Aber da bin ich eigentlich eh voll. Ja, okay. Probieren wir es mal klein.
Okay. What's Ah, ne. Cool. This is aber nice. Alter. Ich wette. Mach mir ein bisschen porös. Diese Geräuschkulisse, ey. Ach Gott. Irgendein Scheiß. Wenn das hinter der Wand wäre. Wer richtet denn den Raum so ein? Also eingerichtet, Fragezeichen. Ja, machen wir mal den hier. So. Oder das ist der Trick dran an dem Ding. Jetzt kommen sie mir gerade erst. Rauschen in den Ohren. Das ist immer übel. Kann ich mehr tragen, war klar. I got you. Freizeichen, DC, mein Name ist nun ja, ich bin mir nicht sicher, es ging im Rauschen verloren, so wie auch alles andere, dass ich wusste. Mein Geist ist nicht mehr viel mehr als Rauschen, indem ich immer wieder Teile aus der Radiosendung höre, die einst mein Leben war. Nein, nicht mein Leben, meine gesamte Existenz. Ich höre meinen Margaret Jonathan Albert. Ich höre Datumsangaben, Orte, 7. Juni 1912, bei einer Kirche auf einem Hügel. Und für diese Übertragungsfetzen lebe ich. Und wegen des Rauschens werde ich mein Leben beenden. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wurde das Rauschen immer lauter und je leiser die Stimmen werden, desto tiefer versinke ich in dem Rauschen. Sie werden einfach ersetzt und ich verliere immer mehr von dem wenigen, das ich noch habe. Ersetzt durch eine neue, undefinierbare Stimme, die ich jedoch deutlicher verstehe als jede Radiosendung in meinem Kopf. Ich habe Angst davor, was aus mir wird, wenn ich es nicht länger aushalte. Ich werde aus dem Leben scheiden, bevor das Rauschen oder die Stimme darin völlig zu mir selbst wird. Leb wohl, Oakmund. Well. Hola, hola, hola. I got ya. Bastards. Das ist jetzt. Will ich. Könnte meine paddeln. Will ich dem eine paddeln? Okay, nein, er schafft's doch. Um die Ecke. Das ist dumm? Ja, wahrscheinlich. Ich will ihm einen Ziegelstein am Kopf werfen, ey. Du Sau. Aha. Okay, jetzt ist er wütend. Au. Okay, ich hab's verstanden. Köpfchen heraus. Da, jetzt komm. Ist ja mal gut. So. Eieieiei. Aber man wird eigentlich von dem einen Gegner halt schon halbwegs schnell Balle.
Da, gesund und munter, wie immer. Aber jetzt schaue ich natürlich darunter auch noch. Ja, ja, ja. So, was haben wir hier? Oh, kann ich mehr tragen. Wieso das denn? Was? Kein Loot? Die Gesellschaft der Vereinigten Looter ist empört. Tranquilizer, das ist das Falsche. Das ist alles, was ich nicht brauche. Schade. Okay. In Oakmont. Haben wir das eigentlich? Okay. Ah, okay. Etwas drei. Ah. Da, so, was kriege ich? Hm. Bitte. Aber immerhin, hey, wir haben eigentlich total Munition gespart. Jetzt geben wir Metallteile aus. Ist das euer Ernst? Okay. Den not. So. Wir laufen hier mal um die Ecke. Oder mal kurzer Kontrollblick. Kontrollblick. Jawohl. Rauschen in den Ohren ist fertig. Kommen wir hier durch. Don't do it. Guten Tag. Dann ein Schlendrian drin. Und was ich halt immer wieder gerne vergesse. Also ich finde es das lustig, dass es ja einfach. Ist das ein Rätsel? Nee. Es wirkt fast so. Überall diese Witzdinger. Hm. Wer weiß. So, aber Stimmen aus den Rohren ist die nächste Mission. Ich traue mich nicht ins Badezimmer und zum Waschbecken in der Küche. Jedes Mal, wenn ich mir die Hände waschen will, zittere ich. Was, wenn sie mit mir reden? Es begann nach einer Vision im westlichen Teil von Reed Heights, nahe der Kreuzung Baker Street, Wall Street und Eben Street. Ich sah einen nackten Mann voller Blut in einem Raum ohne Türen und Fenster. Überall waren dunkle Löcher und Rohre und Stücke. Und Stück für Stück zerschnitt er seinen Körper, um diese Kupfermäuler zu füttern. Sie flüsterten lieblich und vielversprechend, aber auch voller Hunger und Hass. Wie konnte er ihnen überhaupt nur glauben? Hatte er überhaupt eine Wahl? Und haben sie mich bemerkt? Well, that's natürlich, ja. Wir müssen nach Reeds. Wenn wir da schon sind, eigentlich. Und gleich mal wieder speichern. Also was man jetzt dazu sagen muss, irgendwie diese Nebenmissionen hier, das sind schon irgendwie, wenn man so die Subplotter ein bisschen so zwischen den Zähnen liest, schon sehr makaber irgendwie. Also müssen wir da runter. Ach Gott. Mein Freund, der Nebel. So. Ist das du?
Stimmen aus den Rohren. Oh, das ist so Close Combat. Wobei. Hula. What the heck? Alter, Activity. Pretty mucho. Oh, komm. Aha. Hier ist was los, ey. Machen wir mal den. Ist das clever? Geht da weg. Are you fucking kidding me? Wird so in die Scheiße reinlaufen hier. Oh. Ich hoffe, die Zeit ist dabei angehalten. Oh, Mr. Bigley, die Rohre, sie rufen nach mir. Sie erinnern mich sicher daran, dass ich mich letzten Monat mehrmals über die Rohrleitungen im Bad beklagt habe. Offensichtlich halten sie Gerassel, Geklapper und Geglucker für unbedenklich, denn sonst hätten sie sich bereits darum gekümmert. Mittlerweile sind da allerdings auch noch Stimmen. Tja, was nun, Mr. Bigley? Kann sie dazu bewegen, endlich ihren Schraubenschlüssel zur Hand zu nehmen? Falls ja, es ist jetzt schon zu spät. Ganz gleich, wie viel sie an den Schrauben herumdrehen. Das Angebot, das sie mir unterbreitet haben, steht. Und wie könnte ich ablehnen? Sie meinten, ich müsse nur zu ihnen nach unten kommen. Und sie haben mir auch gezeigt, wie. So ganz gefällt mir die Sache zwar nicht, aber sie sagten, sie hätten das bereits viele Male so gemacht. Ich brauche lediglich ein scharfes Messer. Stück für Stück werde ich zu ihnen stoßen. Und wenn ich gänzlich von hier oben verschwunden bin, werde ich als Ganzes dort unten sein. In all meiner Pracht. Ich bin nervös, aber sie haben mir versichert, dass es funktionieren wird. Nein, ich habe keine andere Wahl. Sie versprachen mir Unsterblichkeit, Ekstase und grenzenloses Wissen. Und das Beste daran, Mr. Bigley, die Rohre dort unten sollen keinen Mucks von sich geben. Sie haben es mir versichert. Alright. Das wäre eine Exit-Strategie. Kann ich mir tragen. Oh mein Gott. Wow, okay. Okay. Ist das irre, ey? Are you fucking serious? Alter. Okay, also das ist jetzt entweder hat das bis jetzt noch nie funktioniert. Der Creepiness, oder? Alter.
Wow. Okay, also. Okay. Also das war jetzt mit Abstand. Der craziest Shit hier. Schön, dass man halt immer wieder Zeugs bekommt. Das war jetzt ein bisschen ein Glitch oder sowas, ne? Also, der hat sie zerschnitten. Shit. Da kann man nicht runter, oder wie? Okay. Okay. Und da für Blockade. Aber ja, okay, das war meiner Meinung nach die krasseste Mission bis jetzt von allen. Eigentlich nur aufgrund vom Geräusch. Nicht schlecht, also die Macht des Audios. So. Inventar. Cool. Gut, gesammeltes. Also der hat sie zerschnitten und runtergespült. Kann man mal machen, ist eher ungesund. Achtung, von hinten haben wir schon. Schrecklicher Fötus haben wir hier noch. Es wird nicht schöner. Ja, also die Missionen hier, hey. Die Hauptmission war eigentlich Pipifax trotzdem, ja, auch wenn da Sachen drauf sind. Aber storytechnisch sind in den Missionen eigentlich, finde ich, viel verstörender und härter irgendwie. Aber ja. Schrecklicher Fötus, seit ich diese Visionen hatte, zucke ich zusammen, wenn ein Kind schreit. Es geschah in der Washington Street im westlichen Teil des Bezirks Reed Heights, als ich gerade von der Eben Street in Richtung Oak Street unterwegs war. Ich sah ein Ding, das so schnell lief, dass ich nicht verstand, was es war. Es sprang von einem Fenster und dann hatte ich die Vision. Da war ein Arzt, der sich in einem Zimmer versteckte. Mit zittriger Hand schrieb er etwas nieder, vielleicht sein Testament. Und dann sah ich, wie dieses verdammte Ding auf ihn zukam. Ein Fötus mit dünnen Beinen und einem kleinen Gesicht voller Bosheit und Hass. Sein Gekreische werde ich nie vergessen. Okay, das ist... Puh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wir müssen nach Reed Heights. Oh, okay. Nämlich
hier rüber eigentlich. Guten Morgen. So. Und da speichern wir. So. Ups. Verglückt. Kann ich da durch oder. Ja. Kommen Sie. Bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger ist's nirgendwo. Modernere Knarren. Hätte gern moderne Knarren. Eine Pumpgun mit mehr Kugeln. Das Beste vom Besten kommt. Well. Zwischen Washington Street zwischen Eben Street und Oak. Was? Stimmt ja. Zwischen Eben Street ist hier und Oak Street. Sauf ich? Ach da. Ah. Okay, das heißt also da in den Ding da rein. In diese Ecke, in diese Corner. Schaut verdächtig aus. Ist es, bist es du? Nein, du bist es nicht. Nun, bist es du? Was ist mit deinem Haar? Oh, sogar mit einem Balkon. Sehr, sehr löbliche Aussicht. Da wundert glatt nur wer. Praktisch die Wäsche zum Trocknen in den Regen gehängt. Wie üblich halt, ja, macht man so, oder weil das Wasser unbrauchbar ist, dass man es vielleicht wäscht. Gut, so. Alter. Das. Creepy Voices. Gott, ich hasse so eine Musik, ey. Guten Tag, ich bin hier der Vermieter. Bin hier zur Kontrolle. Ups. Ach, da geht's nochmal rauf. Ach, wie lieb. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Das ist doch. Und habt ihr. Okay. Liebste, bitte verzeih, falls meine Worte nur unerleserliche Krakelei sind. Der Schock durch das, was ich der schwangeren jungen Frau aus dem Leib gezogen habe, sitzt noch tief. Ihr sonderbares, kehliges Geschrei klingt noch immer in meinen Ohren und dieses von ihr ausgetragene Ding schleicht in der Nähe von meinem Versteck herum. Hätte es meine Assistentin nicht zuerst angegriffen, wäre ich jetzt sicher tot. Diese glitschige, zappelnde Abscheulichkeit, die dem Leib der Obdachlosen entschlüpfte, heftete sich mit einem schmatzenden Geräusch an den Hals meiner Assistentin. Hinter sich zog dieses Ding die Nabelschnur her und riss sie mitsamt der Plazenta aus dem Leib der armen Frau. Das Blut sprudelte nur so aus der Frau heraus und mein ganzer Kittel wurde rot. Fassungslos blickte ich in ihre hervorgetretenen Augen und konnte nur tatenlos dabei zusehen, wie sie sich von Krämpfen geschüttelt, die Zunge ab. Wie ekelhaft kann man was beschreiben. Im Affekt verkroch ich mich hinter einem Schrank im Operationssaal und jetzt kann ich hören, wie das entbundene, glitschige Ding mitsamt der Plazenta auf dem Boden herumschlurft und näher kommt. Ich schreibe diese Zeilen auf meinem Mundschutz mit dem Stift, den du mir letztes Jahr in der Mensa geschenkt hast. Ich hoffe, ich kann ihn als Waffe gegen diese Missgestalt Säugling verwenden. Mit aufrichtigen Dank, Sebastian. Okay, wir wechseln auf Pumpgun.
dir einen Jumpscare gibt, hä? Machst du einen Jumpscare? Kuku, hallo. Hallo. Where are you? Hallo. What the fuck? Are you serious? Das ist aber nice. Was denn jetzt? Okay. Well. Es ist eigentlich auch ein geiler Move hier. Ja, komm, kletter hoch. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, doch noch, danke. Ah, now I got it. Okay, Start hier. Ja, manchmal bin ich ein bisschen langsam, ich weiß eh. So, dann geht's hier runter. Baum, geh runter durch dieses große Loch hier. So. Es ist so schnell. Oh. Und da ist es leider weggewischt. Okay, aber trotzdem eigentlich ziemlich nice Idee, muss man trotzdem sagen. Das ist eigentlich gar kein Gegner einzubauen. Und nur. Oh, wir haben einen Wissenspunkt. Ein Wissenspunkt. Nice. Da kannst du die Falle doppelt so schnell aufstellen. Fallen sind mittlerweile mein Freund. Inzmaster-Geschichte kennen wir schon. Schlummerkreuzung. Aber ich finde das echt wirklich, wirklich cool. Dass man ja na, geh her. Dass man ohne Kampf manchmal durchkommt. Und wirklich einfach nur so ein bisschen dahingruseln. Das finde ich echt. Finde ich echt super. Machen offen Spiele viel zu wenig eigentlich. Ich meine schon, man wird mit Gegnern konfrontiert hier und da, damit man glaubt, okay, da kommt vielleicht was. Das sind nicht so wie so Walking-Simulatoren, die es jetzt sonst auch gibt. Ist man halt immer so ein bisschen angespannt. Kommt was, kommt nix. Kommt nix. Okay, noch immer nix. Jetzt kommt sicher gleich was. Und in dem Fall kommt halt nix. Und das ist ein super Mix. Also, so, hier sind wir. Eine Pumpgun oder anderes Zubehör. Sag ich jetzt einfach mal ganz allgemein. So, wo müssen wir denn hin? Manchmal glaube ich wirklich Alzheimer. Schlummerkreuzung zu. Okay, Schlummerkreuzung. Ich bin nicht fähig, das zu lesen, was hier steht. Heute bin ich auf der Straße eingeschlafen. Ich bin mir sicher, es hatte etwas mit meinen Visionen zu tun. Und da ich wie vor einer Vision von Übelkeit und Kopfschmerzen geplagt wurde,
Es passierte nahe der Kreuzung Tanner Street and Old Church Street Road im westlichen Teil des Bezirks Coverside mal wieder. Mir war plötzlich schwindelig und ich hatte einen bittersüßen Geschmack im Mund. Dann sah ich eine nett aussehende Frau, die mir etwas zu trinken gab und etwas zuflüsterte. Plötzlich schlief ich ein und lag dann stundenlang wie ein Landstreicher im Dreck. Ein Wunder, dass ich nicht bestohlen wurde. Sarle, wo, orientierungstechnisch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich echt Probleme. Es ist... Je älter das man wird, desto mehr Navigationsprobleme habe ich. Liegt alles an Google Maps, wo man das Hirn abgibt und sagt, ja, kommt man schon irgendwie hin. Jetzt links abbiegen. In 100 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Kreuzung Tanner Street. Tanner Street, Old Church. Tanner Street. Das ist wie eine Kreuzung hier. Dann würde ich mal sagen, das muss hier irgendwo sein. Oder? Warum habe ich... Ach so, weil hier... Ich mag den... Wow, alles klar. Ich... Mach mich nervös, so Musik. Diese Musik macht mich nervös. Haben wir hier was? Oh, ich sehe was. Aha. Es ist ein nettes Indiz. Das... So, sich jetzt aber nochmal speichern hier. Gedankenspiele brauche ich jetzt nicht. So, bin heute auf der Straße eingeschlafen. Ja, so, was könnte es hier an? Und wieder einmal. Where are you? Hello? Ich hasse euch. Einmal in die Batterie. Und nochmal. Hello. I'm waiting for you. Guten Tag. Wir verkaufen. Ah ja, das ist. Ihr macht mich alle Kirre hier mit eurem Geräusch, ey. Jetzt hier mal Ruhe da mit dem Rumgehen. Da. Eines nach dem anderen. Alter. Okay. Was mir eigentlich auffällt, mache ich in einem Shooter normal eigentlich immer, hier eigentlich nie, dass ich eigentlich wenig raufschaue. Irgendwann, wahrscheinlich jetzt dann beim Endding, also da, damit ich so Löcher in der Decke, weil da gibt es eigentlich jedes Kackding hat ja, da. Oh, I found a Schwachstelle. So. Aha. Also einfach mal in den Rücken ballern. Nicht so einfach geht. Ja, mir präventiv in den Rücken schießen, ha? Huh? Hallo? Aufwachen. Okay. Auch die Schaufelarznei hilft nicht. Okay, kurze. Gucken wir mal. So. BG. Das Rezept hatte mir einst Grandma hinterlassen und als Lilly noch klein war, kam es oft zur Verwendung. Ein paar Tropfen in ihre Milch und schon schlief sie die ganze Nacht durch.
Und dann hatte mein Mann und ich endlich ein bisschen Zeit für uns. Das ist lange her und ich habe Grandmas Schlafelixier lange nicht mehr gebraucht. Aber jetzt ist alles anders. Vor 2 Tagen hat Billy die Fenster verrammelt, weil wir den Anblick der Leichen auf der Straße nicht länger ertragen haben. Ja, jetzt sitzen wir hier und haben nichts mehr zu essen. In der Nacht ist es am schlimmsten. Wegen der Todesschrei und anderer schrecklicher Geräusche ist an Schlaf nicht zu denken. Wir sollten von hier weggehen, aber wohin? Ich fürchte, wir werden so enden wie die Bakers. Ich will nicht, dass die kleine Lilly in so einer Welt leben muss. Während mein Mann die Tür verbarrikadiert hat, habe ich Grandmas Rezept gesucht. Lilly hat ihre Dosis bereits bekommen und schläft. Bill wird auch langsam müde und ich werde mich jetzt dann zu den beiden gesellen. Gute Nacht, Okmund. Es ist, ach da schläft er. Mit offenen Augen. Die Fliegen wachen über ihn. Jeder in sein Bettchen. Aber, jetzt mal ganz blöd gesagt, laut Story ist es eigentlich schon wieder sehr nur mal so eine Extraportion morbid. Ja, ich meine, gut, ja, man muss ja nicht sagen, was hier passiert ist, ist offensichtlich, würde ich behaupten. Aber sie reden von einer Familie und wir haben jetzt eigentlich nur 2 hier bemerkt, ja. Also halt noch ein Bett. Es ist jetzt die Frage, ob man eigentlich die Story dahinter ist ja eigentlich arg. Ja, also von Dingen her. Aber es wird halt. Haben wir da noch? Nee. Wow, das ist ausnahmsweise mal ein Haus ohne Keller. So mal kurzes Intermezzo. Aber hier wären ja eigentlich 3 Personen, ja. Vater, Mutter, Kind. Kind ist halt nirgends da. Ja? Wer hat denn den Ofen angezündet noch? Wer legt hier nach, besser gesagt? Ja? Ist es so, dass dann praktisch die Kinder da entfernt werden, damit man eine andere Altersfreigabe vom Spiel bekommt? Auch wenn es nur rumliegt? Die Figur? Feldstudie. Was? Ach! Ach, Sirius? Das ist ja vorzüglich. Dass man hier dann einfach mal die ganzen Nebenfälle wegstanzt. Und dann gleich mal, habe ich das schon wieder. Liebe Wissenspunkte. Deine Gegner sitzen länger in der Falle. Ja, aber das gilt halt für mich auch. Ja, würde ich mal sagen. Den Angriff, die Reichweite ist erhöht. Will ich das? Machen wir das hier. Da. Rivers Okmund. Gut. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal in eine Pause. Und ich hoffe, ihr seid dann nachher wieder dabei.